So, der Kampf ist fast am Laufen. Letzten Worte des Refs. Flück gegen Kutsayev. Frontkick-Versuch von Flück. Kutsayev mit dem Takedown. Bringt ihn direkt runter auf die Matte. Arbeitet sofort, um in die Halfguard zu kommen. Flück hat den Kopf umklammert, aber aus der Situation ist da keine Gefahr mehr eines Würgers, einfach weil Kutsayev zu viel Raum hat, um seine Hüfte zu bewegen, um den Druck am Hals wegzunehmen. Das heißt, Flück kann hier eigentlich nur die Position halten, aber nicht wirklich gewinnen. Und sollte versuchen, den Arm oben frei zu machen, um dann mit dem Arm mehr oder sinnvollere Aktivitäten zu machen, wie zum Beispiel Crossface, den Gegner wegschieben. Aber Kutsayev macht es gut hier, holt sich eine schöne Kontrolle am Oberkörper. Muss jetzt hier vorsichtig sein, dass Flück den Käfig nicht nutzt, um sich explosiv nach hinten hoch zu pushen. Aber Kutsayev hat eine gute Base, macht seine Hüfte schwer. Arbeitet aus der Halfguard, also ein Bein ist gefangen. Mit Ground and Pound zum Körper, zum Kopf. Hat jetzt die Guard passiert. Direkt in die Side Control gekommen. Und kann jetzt von hier versuchen, seine Position weiter zu verbessern, vielleicht in die Mount vorzurücken, Kruzifix-Position einzunehmen, den einen Arm des Gegners zu trappen. Weiter mit Schlägen zu arbeiten oder vielleicht eine Submission anzusetzen. Da hat Flück den Käfig genutzt, wie vorher angesprochen, sich rausbefreit, bringt ein Knie, aber Kutsayev direkt wieder mit dem Doppelbein. Takedown, bringt ihn runter. Und macht wieder Druck von oben. Halfguard-Position. Als Untermann ist hier immer eine der ersten Bewegungen, die man versuchen muss einzuleiten, sich auf die Seite zu drehen. Je mehr man auf dem Rücken liegt, desto unbeweglicher ist man, sprichwörtlich der Käfer auf dem Rücken. Je eher man es schafft, sich auf die Seite zu drehen, desto leichter kann man den Gegner oben destabilisieren und ihn dann zu Fehlern zwingen, die man als Escape dann nutzen kann. Kutsayev gibt Flück die Möglichkeit hochzukommen. Und der Kampf geht weiter im Stand. Noch 20 Sekunden in der ersten Runde.
Schöner linker Haken von Kuzayev, aber auch Flück trifft mit harten, wilden Schwingern. Eingesprungenes Knie. Beide Kämpfer gehen hier mit offenem Visier in den Kampf. Und die erste Runde endet mit diesem wilden Schlagabtausch. Wilder Schlagabtausch zum Ende, der relativ ausgeglichen war. Aber davor hatte Kuzayev das Heft fest in der Hand. Und wenn wir uns jetzt die Körpersprache anschauen der beiden Kämpfer, ist auch recht deutlich, welcher von beiden noch fitter ist, wer zuversichtlicher ist. Der eine steht und redet mit seinen Coaches, während der andere doch eher erschöpft am Boden sitzt. Zweite Runde. Simeon Flück gegen Selam Kuzayev. Kuzayev direkt aus der Mitte. Sidekick-Versuch. Flück mit Schlagangriff und geht dann selbst in den Clinch, um sich den Takedown zu holen. Aber schöner gemacht, schöner Outside-Trip von Kuzayev, der seinen Gegner damit auf die Matte runterbringt und dieses Mal direkt in der Mount-Position landet. Also dieses Mal sehr dominante Position. Flück dreht sich, gibt seinen Rücken. Kuzayev bringt die Hände rein, um den Rear Naked Choke durchzubringen, den Würger von hinten. Flück versucht hier, sich rauszudrehen, aber Kuzayev macht es gut. Hat die Hände schön an Kopf und an den Armen des Gegners, die Beine verschränkt, somit ein Verschluss oben und ein Verschluss unten und lässt seinen Gegner da nicht so leicht rauskommen. Aber Flück schafft es zumindest wieder, sich zurück zur Mount zu drehen. Keine wirkliche Verbesserung der Situation, aber eine neue Situation. Noch 3 Minuten und 10 Sekunden in dieser zweiten Runde. Head and Arm Choke. Versuch von Kuzayev. Macht hier Druck. Flück macht das einzig Richtige, aber der Druck wird zu groß und Kuzayev bringt ihn zum Tappen durch diesen Head and Arm oder Anaconda Choke. In der zweiten Runde nach 2 Minuten und 20 Sekunden. Schön gemacht von Selam Kuzayev. Hat gezeigt, dass er ringerisch überlegen ist und am Boden auch mehr Techniken im Repertoire hat. Seine Mount-Position aufgegeben, um dann im Head and Arm Choke oder Anaconda Choke den Round to 2 minutes 4 seconds submission and winner blue corner. Um seinen Gegner dann im Choke zu finishen. 2 Minuten, 4 Sekunden war die offizielle Kampfzeit in der zweiten Runde.